Wir sind bei Weinwissen. Ich bin in Rom und habe Anton Börner getroffen, der Winzer von Omina Romana. Und ich habe eine Frage. Was würde man jetzt demjenigen, der jetzt vielleicht vor einem Weinregal steht, es ist niemand da, der ihn beraten kann, an was kann ich mich jetzt orientieren? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist ein absoluter Laie, der sagt, jetzt will ich mich mal ein bisschen mit Wein beschäftigen, wie fange ich an? Es ist ungeheuer komplex, also erstmal vereinfachen. Das heißt, fangen wir mal mit Weißwein an, meinetwegen. Okay, dann vergesse ich die Rotweine. Ein Wein aus Deutschland und ein Wein aus Südspanien oder Griechenland muss etwas anderes sein, weil die Natur und das Klima anders sind. Ich möchte es jetzt kennenlernen und sage, ich gehe jetzt einfach mal die Landkarte durch und sage, ich nehme mal was. Von Südspanien, von Nordspanien, von Südfrankreich. Wir haben ja Preisunterschiede. Ich sage mal, da gibt es einen für 5 Euro und es gibt einen für 50 Euro. Nehmen Sie das Mittelfeld. Nicht den günstigsten und auch nicht den teuersten. Und einfach seine 4 oder 5 oder 6 Weine rein. Und dann verkosten und dann diskutieren. Und dann vielleicht sich Notizen machen und sagen, aha, das war jetzt Südspanien. Dann aus so einer Runde, die ist auch lustig, entsteht dann so eine Art Geschmacksmuster heraus. Und wenn man dann immer noch Spaß dran hat und sagt, das ist eigentlich toll, dann kriegt man Gefühl. Und dann muss man auch experimentieren. Und dann nehme ich mir mal 5 verschiedene Winzer. Ja, und dann will ich die mal verkosten und dann die Jahrgänge. Und das ist ja unendlich, nicht? Da werden sie nie fertig. Also da können sie sich ein Leben lang mit beschäftigen.